Am 25. August 1530 zog ein mächtiger Sturm über Moskau. Er verkündete die Geburt des neuen Großfürsten. Eines Kindes, das noch zu Lebzeiten als Iwan der Schreckliche bekannt wird. Die 50 Jahre seiner Regentschaft zeichneten Russland und bestimmten seine Geschichte. Er war klug, aber skrupellos. Er glaubte, eine göttliche Mission zu erfüllen. Er hatte keinen Sinn für Gnade, aber einen Hang zur Grausamkeit. Iwan war ein Freund der Folter. Angeblich hat er gerne an Folterungen teilgenommen und dabei sogar gelacht. Die Macht seines Willens sollte Russland verändern, seine Grenzen erweitern, seine Feinde zerstören und ein Imperium errichten. Seine Kathedralen zeugen von seinem Streben, Moskau in ein zweites Jerusalem zu verwandeln. Und seine Handelsnetze machten aus einer kleinen Provinzstadt eine internationale Metropole. Doch von Misstrauen getrieben, errichtete er ein verborgenes Privatreich, beherrscht von Geheimpolizei und Terror. Unser Forscherteam taucht nun ein in diese außergewöhnliche und erschreckende Welt. Die Welt des ersten russischen Zaren, die vergessene Welt von Iwan dem Schrecklichen. Vor weniger als 500 Jahren befand sich Russland noch im tiefsten Mittelalter. Seine Bevölkerung bewohnte nur einen Bruchteil dessen, was wir heute als Russland kennen. Das Land war von Tataren umgeben, Nachfahren der Goldenen Horde, der Nachfahren Genghis Khans. Und es war aufgeteilt in viele kleine Fürstentümer. Das mächtigste war Moskowia mit seiner Hauptstadt Moskau. Über Jahrhunderte hinweg hatten dessen Großfürsten versucht, alles zu einer einzigen großen Nation zu vereinen und die Grenzen zu erweitern. Iwan der Schreckliche wurde in eine ehrgeizige Welt hineingeboren, die von einer Art Bauboom bestimmt war. Im Herzen Moskaus beauftragte man italienische Architekten mit dem Wiederaufbau der großen Zitadelle, dem Kreml, als Zeichen zukünftiger Absichten. Unser Forscherteam ist nach Russland gekommen, um nach den Überresten dieser Welt zu forschen. Nach Hinweisen, die ihnen helfen, die Welt Iwans des Schrecklichen nachzubauen. Mike Schuler, Restaurator und Ingenieur, will herausfinden, welche bautechnischen Veränderungen Iwan in seinem Königreich einführen ließ. Mich fasziniert der Einsatz von Holz für den Kirchen- und Festungsbau zu Iwans Zeit. Das will ich genauer erforschen, genauso wie die Art, wie sie anfingen, Steine und Ziegel für ihre Monumente zu nutzen. Als Gründungsmitglied der Gesellschaft zur Erhaltung der Moskauer Architektur will Guy Archer herausfinden, was uns diese Bauwerke über den Mann und seine Welt erzählen können. Ich hoffe, einen sicheren Beweis für Iwans Beteiligung an einigen noch existierenden Bauwerken zu finden. Und ich hoffe, dass wir über die Architektur ein besseres Verständnis für die damalige Zeit entwickeln können. Ihre Reise beginnt in Kolomenskoje, einem Park im Süden Moskaus. Hier steht das erste von Iwans Monumentalbauwerken, die fast 60 Meter hohe Kirche Himmelfahrt Christi. Derzeit finden hier Restaurierungsarbeiten statt. Zusammen mit Professor Robin Milner-Gulland, einem Experten für das Russland des 16. Jahrhunderts, steigt Mike Schuler auf den Glockenturm. Zu seiner Zeit war dieser Turm architektonisches Neuland, nicht wahr? Ja, bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Steinbauten dieser Höhe. Kirchen ja, natürlich gab es ähnlich hohe Kirchenbauten aus Holz. Aber dies war der erste Versuch, eine steinerne Version einer Spitzdachkirche zu bauen. Und was sie dazu benötigten, war eine unglaubliche Menge an Steinen. Ja, die Wände dort unten sind fast 3 Meter dick. Sie benutzten keine Stützpfeiler, sondern verließen sich nur auf die Tragfähigkeit der Steinmassen. In Westeuropa benutzte man Stützpfeiler, um Monumente in die Höhe zu bauen. Doch die russischen Architekten verließen sich auf ein viel simpleres System, den unerschöpflichen Vorrat an Stein. Mit der Kirche Himmelfahrt Christi sollte ein deutliches Zeichen gesetzt werden. Und Kirchtürme wie dieser sollten ein unverkennbares Merkmal von Iwans Regierungszeit werden. Doch gebaut wurden sie nicht von ihm, sondern von seinem Vater. Großfürst Wasili hatte 25 Jahre auf einen Erben gewartet. Zur Feier von Iwans Geburt im Jahr 1530 ließ er diese Kirche errichten. Damals war ihre Konstruktion absolut einzigartig, sowohl von außen wie auch von innen. Ihren Eingang kann man nur über die Treppenarkaden erreichen, die auf eine erhöhte Galerie führen und sich um das gesamte Gebäude ziehen.
Die Galerie liegt ziemlich hoch und ist nur über die drei Freitreppen von außen zu erreichen. Da die Kirche auf einem Hügel liegt, konnte man das Spektakel selbst von Weitem noch gut sehen. Ivan war erst drei, als sein Vater starb. Schon als Kind war er zielstrebig, athletisch und aggressiv. Man sagt, er liebte die Jagd. Und obwohl er tiefgläubig war, hielt er nichts davon, 5 Stunden am Tag unter religiöser Beobachtung zu stehen. Auf seinem Rundgang findet Guy Archer einige Hinweise auf die persönliche Beziehung des jungen Erben zu diesem Bauwerk. Er entdeckt ein außergewöhnliches Detail, das direkt in die Wand hineingeschlagen wurde. Sieht so aus, als hätte ich einen Thron gefunden. Stellen Sie sich vor, wie Ivan hier gesessen und den Fluss beobachtet hat. Erstaunlich, nicht wahr? Es ist das Symbol einer ganzen Dynastie und des Schicksals, in das Ivan hineingeboren wurde. Die Lage dieser Kirche ist enorm wichtig. Da sie im Außenbezirk Moskaus liegt, ist sie das erste Bauwerk, das einem ins Auge fällt, wenn man auf die Stadt zukommt. Alles an diesem Bauwerk hat eine tiefere Symbolik. Hier geht es nicht um eine Kirche, sondern um etwas viel Größeres, um Ivans Macht. Verstärkt wird die Wirkung der Kirche durch die Tatsache, dass sie in einen Hang hineingebaut wurde. Mike Schuler will herausfinden, wie die Erbauer es schafften, sie gegen das Gefälle zu sichern. Der Schlüssel zum Bau des Turmes, genauer der ganzen Konstruktion, liegt im Fundament. Sie hatten sich dazu entschlossen, diesen riesigen massiven Turm mitsamt dem ganzen Gebäude auf einem unstabilen Steilufer mit Blick auf den Fluss zu errichten. Deshalb variiert die Stärke des Fundaments von 7 Metern auf der Bergseite auf bis zu 13 Metern an der Hangseite. Das Fundament wirkt wie ein überdimensionaler Zahn, der sich im Berg festgebissen hat. Dieses Plattenfundament verbindet die Kirche mit dem Berg und hindert sie daran, in den Fluss zu rutschen. Der Innenraum der Kirche ist sehr klein. Eine Konsequenz der mangelnden Erfahrung der russischen Architekten. Doch zu Ivans Zeit spielte das keine Rolle. Dies war keine Kirche für das gemeine Volk. Wichtig war nur, welchen Eindruck sie in der gesamten Landschaft hinterließ. Im Inneren der Kirche war kaum Platz für 20 Menschen. Doch mit ihrem monumentalen Turm, den achteckigen Arkaden und einer Höhe von rund 60 Metern konnte man sie schon von Weitem sehen und bewundern. Zu Ivans Zeit war das Betreten der Kirche nur einer kleinen Elite gestattet. Und in dieser elitären Welt wuchs Ivan auf. Er hatte eine unglückliche Kindheit. Beide Eltern starben, als er noch ein Kind war. Seine Mutter, so nimmt man an, wurde vergiftet. Der russische Adel, bekannt als die Bojaren, übertrumpfte sich gegenseitig im Kampf um die Kontrolle über den jungen Großfürsten. Gemeine Verschwörungen und politische Intrigen gehörten am Hofe genauso zur Tagesordnung wie hinterhältige Morde. Ivan wuchs damit auf, niemandem vertrauen zu können. Und er verabscheute es, von den Bojaren kontrolliert zu werden. Die Geschichte zeichnet das Bild eines verstörten Kindes. Die Legende besagt, dass er mit Vorliebe lebende Tiere aus den Fenstern des Kreml auf die Straße warf. In den ersten Jahren kämpfte er ums blanke Überleben. Er lernte daraus und er wollte mehr. Er wollte den Bojaren die Macht entreißen und selbst das Land kontrollieren. So organisierte er im Jahre 1547 mit gerade 16 Jahren seine eigene Krönung. Er nahm nicht den Titel eines Großfürsten an, wie sein Vater. Stattdessen krönte er sich selbst zum Zaren, das russische Wort für Cäsar. Indem er sich selbst zum Zaren ernannte, forderte er nicht nur das Recht ein, Moskau als alleiniger Herrscher zu regieren. Er untermauerte damit auch sein Ziel, ein Imperium zu schaffen. Seiner Krönung setzte er ein Denkmal mit dem Bau einer weiteren Kirche. Der Kirche der Enthauptung Johannes des Täufers in Djakovo. Mike Schuler ist sicher, dass auch hier eine damals einzigartige Technik verwendet wurde. Obwohl sie nur Steine und Ziegel verbauten, griffen die russischen Architekten auf eine Methode aus dem Holzbau zurück. Ein Grund für die achteckige Grundform ist, dass man einen deutlich größeren Innenraum bekommt, obwohl man dabei sogar Material einspart. Wenn man also, wie hier, aus 2 Holzquadraten ein Achteck macht, vergrößert man den Innenraum über das Doppelte, verbraucht aber trotzdem kaum mehr als dieselbe Menge an Material. Der zweite Grund ist sicher eine Frage der Stabilität. Die achteckige Form ist einfach widerstandsfähiger, besonders an den Steilwänden, wo der Wind aufprallen kann. Die Kirche der Enthauptung Johannes des Täufers wurde im Zentrum als Achteck angelegt, mit 4 separaten Kapellen an den Seiten.
Hierher kam Iwan zum Gottesdienst, als er sich selbst zum Zaren krönte. Und hier entstand auch seine religiöse Vision, Moskau in ein neues Jerusalem zu verwandeln und Russland damit zu einem heiligen Land zu machen. Um diese Mission zu erfüllen, war es Zeit für einen Krieg. Unser Forscherteam hat bereits zwei bemerkenswerte religiöse Bauwerke aus der Zeit Iwan des Schrecklichen ausfindig gemacht. Journalist Guy Archer begibt sich jetzt auf eine knapp 1000 Kilometer lange Reise nach Osten. Nach Kasan, dem Schauplatz von Iwans erstem großen Sieg im Kampf gegen die Tataren. Hunderte von Jahren hatten die Russen einen verlustreichen Krieg gegen die den Osten beherrschenden Völker geführt. Kasan, die Hauptstadt der Tataren, war strategisch ungeheuer wichtig. Nur durch einen Sieg konnte Moskowia die Kontrolle über Russlands größten Fluss, der Wolga, erringen. Nach zwei gescheiterten Versuchen, die Stadt einzunehmen, versuchte Iwan es 1552 erneut. Gerade 22 Jahre alt brachte Iwan diesmal eine Geheimwaffe zum Einsatz. Die Erfahrung, so weit von zu Hause entfernt in feindlichem Territorium ohne ausreichenden Proviant zu kämpfen, hatte Iwan gelehrt, dass er eine sichere Basis brauchte. Also brachte er diesmal seine Basis einfach mit. An der Mündung von Wolga und Swijaga trifft Mike Schuler den Historiker Leonard Nedaschkowski. Auf der Suche nach Svijajsk, Iwans eigener Fertigbaustadt. Iwan ließ seine Armee eine ganze Festungsstadt rund um diesen Berg dort errichten, mit Kirchen, Wohnhäusern und Wachtürmen. Woher hatte er das ganze Material? Die Festung selbst, die Wände, die Wachtürme und die Kirchen wurden alle 1000 Kilometer flussaufwärts in Uglitsch gebaut. Ach so, sie sind also in Uglitsch eingefallen und haben dort die Häuser und Kirchen einfach abgebaut? Nein. Nein? Nein. Oh, sie haben sie dort aufgebaut? Ja, die ganze Stadt. Und dann hat man sie einfach zerlegt, auf Schiffe und Flöße verladen und hierher gebracht. Iwan verließ sich dabei auf die Erfahrung der Zimmerleute in Uglitsch. Sie konstruierten eine komplette Festung, die sich schnell abbauen und 1000 Kilometer flussabwärts in Svijajsk wieder aufbauen ließ. Ihre Fertigkeiten waren so groß, dass einige der Bauten, die für Iwan errichtet wurden, noch heute stehen. Wir befinden uns hier in der ältesten Holzbaukirche aus Iwans Zeit. Eine der ersten Konstruktionen, die in Svijajsk errichtet wurde. Und sie sieht immer noch genauso aus wie damals, im 16. Jahrhundert. Ich frage mich, wie man vor 500 Jahren aus ein paar Holzstämmen eine solche Kirche zusammengehämmert hat. Wie hält das Ganze? Ah, die Stämme sind nicht genagelt. Sie sind einfach passgenau aufeinandergelegt. Hier können Sie es sehen. Sie haben sie also einfach so zurechtgeschnitzt, dass sie exakt ineinander passen? Ja, getragen vom eigenen Gewicht. Die Technik, mit der diese außergewöhnlichen Bauten errichtet wurden, wird noch heute benutzt. Ich bin hier bei diesem Zimmermann, um ihr zeigen zu lassen, wie die Stämme ohne Nägel oder Ähnliches zusammenhalten. Er hat also in den unteren Stamm eine Kerbe geschlagen und der obere muss jetzt so ausgehöhlt werden, dass er genau in den anderen, der darunter liegt, hineinpasst. Die Breite der Kerbe ist also außerordentlich wichtig. Darf ich mal? Halten Sie es so. Okay, hier und hier. Die Beine breiter. Oh Mann, die ist wirklich scharf. So. Und wie mache ich mich? Okay, das reicht. Machen Sie weiter. Gut gemacht, sieht toll aus. Ich sage es ja, ein scharfes Werkzeug, begnadete Hände und schon passt das Holzstück. Also rollen wir es rüber. Es passt perfekt. Jetzt habe ich also gelernt, wie man ohne Nägel eine Wand bauen kann, die wirklich stabil ist. Diese Fertigbaumethode ermöglichte es Iwans Männern, die wichtigsten Gebäude von Svijajsk praktisch über Nacht zu errichten.
Innerhalb eines Monats entstand so eine ganze Garnisonsstadt mit Kirchen und Kasernen. Obwohl einige der Gebäude bis heute überlebt haben, ist es schwer, noch Spuren des Zentrums dieser Garnisonsstadt auszumachen. Die Festung zog sich also über das ganze Areal hier. Hat das zu Iwans Zeit genauso ausgesehen? Nein, damals waren die Hügel noch voll bewaldet. Sie mussten alle Bäume fällen, um die Stadt mit all den Mauern, Kirchen, Türmen und Häusern aufzubauen. Sie haben also den ganzen Hügel abgeholzt und dann mit Schaufeln und Pickeln den Grund eingeebnet. Wir sind hier am Fuße des Hügels und hier kann ich noch einige Stämme erkennen, einige Strukturen. Was ist das? Was sehen wir hier? Wir stehen hier auf dem Fundament der Stadt Sviajsk. Es bestand komplett aus Holz. Die Zwischenräume wurden mit Erde und Steinen aufgefüllt. Und darauf wurden dann die Mauern errichtet. Eine mächtig hohe Wand also, verstärkt mit Baumstämmen und aufgefüllt mit Dreck. Genau das. Das sollte die Angreifer abhalten. Wie hoch war sie? Rund 6 Meter. Das sollte reichen. Gab es noch andere Verteidigungsmechanismen in der Festung? Ja, hier standen ungefähr 20 Türme. Um 20 Türme aufstellen zu können, musste Iwans Festung extrem tragfähig sein. Und dazu benötigte es eine spezielle neue Methode. Die Konstruktion war wirklich sehr interessant. Die aufgestapelten Holzwände wurden alle 4,5 Meter durch eine Querstruktur verstärkt. Auf diese Art schufen sie eine durchgehende, ineinander verzahnte, sogenannte Holz-Erde-Mauer, die einzelne Zellen bildete. Diese Zellen wurden dann mit Erde, Lehm oder Steinen aufgefüllt, was sie ungeheuer widerstandsfähig gegen Artilleriefeuer machte. Jetzt können wir uns endlich ein Bild machen, wie die Festung von Sviajsk mit ihren pfahlbestückten Fallen, Gräben und den dreistöckigen Wachtürmen damals aussah. Mit dieser schnell zu errichtenden Fertigbaufestung war man gerüstet, neue Grenzen zu erobern. Iwan war jetzt bereit, Kasan anzugreifen, dessen Zitadelle in Russisch Kremlin genannt als uneinnehmbar galt. Iwans riesige Armee sammelte sich vor den Toren Kasans. Guy Archer trifft sich mit dem Architekten Rustem Zabirov, um zu erfahren, wie die Stadt fallen konnte. Ich habe gerade erfahren, dass Iwans 150.000 Mann starke Armee die Stadt damals 6 lange Wochen belagerte. Doch trotz des 1,5 Monate andauernden Artilleriefeuers hielt der Stadtwall stand. Von den Gegenangriffen der Tataren immer wieder zurückgedrängt und zermürbt von den nicht enden wollenden Hinterhalten der tatarischen Kavallerie, sah es aus, als würde Iwan ein drittes Mal scheitern. In dem verzweifelten Versuch, die Oberhand zu behalten, befahl Iwan seinen Ingenieuren, einen Weg unter einen Turm der Kremlinmauer zu graben. Hier versuchte Iwans Armee, sich durchzugraben, um den Wasservorrat des Khans in die Luft zu jagen. Was ihnen auch gelang, doch der Khan fand eine tiefer liegende Wasserader und trotzte jedem weiteren Versuch, ihn trocken zu legen. Für den letzten Versuch, den Stadtwall zu durchbrechen, ließen Iwans Ingenieure Tunnel unter die Stadtmauer Kasans graben, die sie mit Minen bestückten. Zeitgleich erschütterten 3 massive Explosionen die Zitadelle von Kasan. Die Tataren waren entsetzt, als sie feststellen mussten, dass die Minen die Mauer des Kremlin an 3 Stellen zerstört hatten. Was folgte, war ein Blutbad. Iwans Truppen plünderten und brandschatzten alles in ihrer Reichweite. Es heißt, die Straßen Kasans wären in Blut getränkt gewesen. Die Tataren mussten eine bittere Niederlage einstecken. Einer der ersten Befehle, die Iwan nach der Eroberung Kasans gab, war die Errichtung eines neuen Kremlin. Er hat sich seit damals kaum verändert. Mit der Niederlage Kasans sicherte Iwan sich den Ruf eines Eroberers und Russland begann seinen Siegeszug im Osten. Zur Feier und als Dank für seinen Sieg begannen 1552 die Bauarbeiten an Moskaus berühmtestem Wahrzeichen. Ursprünglich die Mariä Schutz- und Fürbitte-Kathedrale am Graben getauft, wurde sie später nach dem heiligen Basilius umbenannt, der darin begraben liegt. Guy Archer trifft sich mit Professor Robin Milner Gulland, um mehr über die Geschichte und Symbolik der Kathedrale zu erfahren.
Man kann sie aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten, von fast jedem Punkt in dieser Stadt. Ja, das kann man im wahrsten Sinne des Wortes. Und jeder der verschiedenen Blickwinkel vermittelt ein völlig anderes Bild. Aus der Ferne, zum Beispiel vom Roten Platz aus, sieht sie aus wie ein Feenschloss, das durch die Luft schwebt. Vom Flussufer aus wirkt sie fast bedrohlich. Und wenn man vor ihrer Tür steht, gleicht sie einer Festung aus Ziegelsteinen. Die Legende besagt, dass Ivan den Architekten blenden ließ, damit er niemals wieder etwas so Wundervolles bauen konnte. Das Gebäude ist einzigartig und bezeichnenderweise ist es ein Bauwerk für das Volk. Sie steht außerhalb des Kremls, Moskaus Zitadelle, auf dem Roten Platz, dessen Name in Altrussisch so viel wie schön bedeutet. Einer der Gründe, warum man sie hierhin gebaut hat, war, dass Ivan sie möglichst weit weg vom Kreml und den Bojaren entfernt haben wollte, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, er wollte sich, wenn auch nicht körperlich, denn er lebte ja im Kreml, doch zumindest sinnbildlich unter das Volk mischen. Für genauere Informationen trifft Mike Schuler sich mit dem Ingenieur Alexandre Zuckermann. Zuerst untersuchen sie die Materialien, die für den Bau der Kathedrale verwendet wurden. Früher hat man für die meisten Gebäude in Moskau Kalkstein verwendet. Aber diese Kathedrale wurde fast ausschließlich aus hartem und vor allem stabilem Ziegel gebaut. Hinter dieser Entscheidung stecken eine Reihe von Gründen. Der Gebrauch von Ziegel ist einfach ökonomischer. Nachdem er gebrannt ist, kann man ihn einfach in der Wand verbauen. Wohingegen man für die Verarbeitung von Kalkstein viele Steinmetze braucht. Außerdem ist Ziegel haltbarer. Eine Ziegelmauer ist zwar elastisch, deshalb aber auch eher in der Lage, dem Zahn der Zeit zu trotzen. Also dann los. Mit einer Spezialgenehmigung dürfen Mike und Alexandra auf die stets verschlossene obere Galerie, wo sie hinter das Geheimnis der Kuppeln kommen wollen. Überall sieht man gewölbte Zwiebeltürme und bunte Giebel. Jede Kuppel ist einzigartig. Weswegen hat man sich für diese Zwiebelform entschieden? Nun zum einen, weil der Schnee besser abrutschen kann. In nördlichen Gefilden ziemlich einleuchtend, denn auf einer runden Kuppel würde die Last des Schnees größtenteils liegen bleiben. Und aus ästhetischen Gründen. Ja, eine tolle Architektur. Mike findet heraus, dass sich die Erbauer, indem sie einen runden Turm auf eine vier- oder achteckige Grundstruktur setzen wollten, mit einem der ältesten Probleme der Menschheit herumschlagen mussten. Eine Lösung für die Quadratur des Kreises. Dazu schufen sie ein spezielles Bindeglied, das man relativ einfach in die Konstruktion einfügen konnte. Was mir bei vielen Kirchen immer wieder auffällt, ist die Verwendung eines Kuppelzwickels. Mit diesem Kunstgriff kann man eine Art Übergang zwischen einem rechteckigen Grundraum und einer runden Kuppel schaffen. Und eigentlich ist es nichts anderes als das dreieckige Teil eines Gewölbes. Diese Orange hier kommt einer Kuppel recht nah. Und mit nur drei Schnitten bekommt man acht Kuppelzwickel, die man dazu verwendet, um einen Übergang zwischen der runden Kuppel zur Ecke des Raumes zu schaffen. Die Verwendung von Hängezwickeln ermöglichte es den Architekten, geradezu magisch anmutende Strukturen zu schaffen, die in den Himmel zu reichen scheinen. Doch hinter dieser Vielzahl an Strukturen steckt eine deutliche Botschaft, die einer Triumpherklärung. Warum hat Ivan St. Basilius bauen lassen? Als Zeichen seines Sieges über das Königreich der Tataren, was für ihn eine Art Kreuzzug gleichkam. Nach seiner Rückkehr beauftragte er zwei russische Architekten mit der Planung und dem Bau von acht Kapellen, die jede für einen bestimmten Teil des Triumphes in Kasan stehen sollte. Die Hauptkirche sollte Pokrov gewidmet sein, einem russischen Festtag, an dem der heiligen Jungfrau gedacht wird, die ihren schützenden Schleier über das Volk senkt. Dem Sieg über Kasan wurde mit dieser Kathedrale ein Denkmal gesetzt. Und doch gibt es auch viele Hinweise auf das, was Ivan als Russlands heiliges Schicksal sah. St. Basilius ist offensichtlich ein Bauwerk, in dem viel Symbolik steckt. Sie repräsentiert eine ganze Stadt. Es ist nicht einfach nur eine Kirche. Jede dieser Kapellen steht für sich, mit einem Gang, der sie alle verbindet. Welche Stadt das sein soll? Jerusalem. Während des 15. und 16. Jahrhunderts
haben Moskowias Großfürsten und Priester die Idee von Moskau als einer heiligen Stadt entwickelt. Diese Kathedrale verbindet sie mit der heiligsten aller Städte. Der Punkt ist, dass sie nicht nur die Kirchen Jerusalems widerspiegelt, sondern auch die Paläste, die Häuser und so weiter. Speziell in den Gängen ist man sogar auf architektonische Besonderheiten der Holzhäuser eingegangen. Und die wundervollen Malereien dort stehen symbolisch für den Garten Eden. Iwan wollte, dass jeder, der diese Kathedrale betrat, das Gefühl bekam, er würde sich im Zentrum eines heiligen Imperiums befinden. Diese Idee zeigt sich auch im Grundriss des Gebäudes. Beim Betrachten des Grundrisses findet Mike heraus, dass es sich hier um keine zufällige Anordnung handelt, sondern eine perfekte geometrische Figur. Man hat ein wenig Angst, sich in dieser Kathedrale zu verirren. Das alles sieht aus wie ein Gewirr von Gängen und Räumen. Doch wenn man das Modell und den Plan genau betrachtet, kann man erkennen, dass das alles nach einem perfekten geometrischen System angelegt ist. Es gibt einen zentralen Kirchenraum, an den 8 kleinere Kapellen anschließen, die alle über eine Galerie miteinander verbunden sind. Anhand des Plans kann man sehen, dass das Ganze dann die Form eines 8-strahligen Sterns annimmt. Jetzt können wir uns vorstellen, wie die Basilius-Kathedrale im 16. Jahrhundert ausgesehen haben muss. Das Zentrum bildet der beinahe 60 Meter hohe achteckige Turm mit seinem Zeltdach und der kleinen goldenen Kuppel. Umschlossen wird das Ganze von 4 großen und 4 kleineren Kapellen mit den zu Iwans Zeit üblichen Spitzhaubenkuppeln. Das ganze Konzept war angelegt wie der Stadtplan Jerusalems. Als Zeichen für Moskaus Streben, das neue Zentrum der Welt zu werden. Nachdem er den Osten Russlands erschlossen hatte und die Hauptstadt Moskau in neuem Glanz erstrahlen ließ, wandte Iwan der Schreckliche sein Interesse dem Westen zu, den Reichtümern Europas. Unser Forscherteam sucht in Russland nach dem Vermächtnis von Iwan dem Schrecklichen. Es hat sich bereits ein Bild über den Kirchenbau zur Zeit seiner Geburt und seiner Regentschaft gemacht. Die Überreste von Swiatsk, eine Art Fertigbaufestung, untersucht, mit deren Hilfe er den Osten eroberte. Und einen Blick auf das Denkmal dieses Sieges über die Tataren, die Basilius-Kathedrale, geworfen. Jetzt versuchen die Wissenschaftler herauszufinden, was passierte, als Iwan sein Interesse dem Westen zuwandte, Europa. Im Jahr 1553 geriet eine englische Handelsflotte in einen Sturm und strandete an der russischen Küste. Iwan ergriff die Chance unverzüglich. Er bot den Überlebenden nicht nur seine Gastfreundschaft, sondern auch eine permanente Bleibe in Moskau. Daraus ergab sich eine Art Handelsbasis und die erste Botschaft in Russland. Der sogenannte englische Hof galt jahrhundertelang als verschollen. Doch Guy Archer sucht in Moskaus Museum für Geschichte nach Hinweisen, wo er gestanden hat. Der englische Hof ist zwar zu Iwans Zeit erbaut worden, doch er wurde immer wieder zweckentfremdet und seine ursprüngliche Bedeutung ging verloren. Erst vor 40 Jahren hätte man ihn sprichwörtlich fast unter neuen Strukturen begraben. Das Gebäude war als Bücherei, Bürogebäude und Unterkunft genutzt worden. Und erst als man mit den Arbeiten an einem riesigen neuen Hotelkomplex begann, konnten die Archäologen die Überreste des englischen Hofes sicherstellen. Es ist das letzte Privathaus aus der Zeit Iwans des Schrecklichen, das bis heute existiert. Es war ein unglaublicher Fund. Und ich kann es kaum erwarten, hinüberzugehen und es mir anzusehen. Guy Archer hat Professor Robin Milner Gallant gebeten, ihn im englischen Hof herumzuführen. Woraus besteht das Fundament? Nun, die unterste Schicht des Fundaments besteht aus Kalkstein. Kalkstein gab es genug in den Flüssen rund um Moskau. Die Hauptschicht hingegen wurde aus Ziegeln gefertigt und darauf wurde dann das Holzgerüst aufgesetzt, was wahrscheinlich bei einem der vielen Brände in dieser Gegend zerstört wurde. Aber man kann es sich noch gut vorstellen. Im Inneren wurde das Gebäude so restauriert, wie es zu Iwans Zeit ausgesehen haben muss. Das ist ja ein unglaublicher Raum. Was ist das hier? Das ist oder war der Hauptempfangssaal des englischen Hofes. Ist Iwan wirklich hierher gekommen? Sehr unwahrscheinlich. Dafür war er zu wichtig. Der Zar empfing wichtige Besucher nur im Kreml und nur, wenn er Lust hatte. Aber seine hohen Regierungsbeamten kamen wohl hierher. Während Iwans Regierung lag hier Moskaus internationales Handelszentrum.
Die englischen Botschafter gaben verschwenderische Empfänge, um die Handelsbeziehungen zu stärken. Hier gibt es Bilder von Iwan dem Schrecklichen und Königin Elisabeth I. Und soweit ich weiß, war Iwans Verhältnis zum Westen bereits derart tief, dass er der Königin sogar einen Antrag gemacht hat. Richtig, die beiden standen 15 Jahre lang in engem Briefkontakt. Deshalb streckte er seine Fühler aus. Doch einen Antrag hätte Königin Elisabeth sicher zurückgewiesen. Der Handel eröffnete völlig neue Dimensionen für Iwans Moskau. Russland exportierte damals vor allem Honig, Kaviar, Pelze für Mäntel, Metalle, technisches Know-how und Waffen. Der englische Hof liegt im Herzen des Viertels Kitai-Gorod und dient als letzte steinerne Erinnerung an die blühenden Handelsbeziehungen Russlands, die hier außerhalb der Kremlmauern im 16. Jahrhundert ihren Ursprung nahmen. Ein Großteil der anderen Gebäude war aus Holz gefertigt und fiel den Bränden der Jahrhunderte zum Opfer. Zu Iwans Zeit stellten Brände eine stete Gefahr dar. Und er wusste, dass er sein kostbares Handelszentrum schützen musste. Aber nicht nur vor Feuer. Die Tataren stellten noch immer eine Bedrohung dar, auch für Moskau. Deshalb entschied sich Iwan für eine besondere Schutzmaßnahme. Er ließ eine komplett bestückte Festungsmauer um dieses Areal errichten. Von der Mauer um Kitai-Gorod ist nur noch wenig übrig. Zusammen mit dem Historiker Dimitri Oleinikow macht sich Mike Schuller auf die Suche nach den Überresten. Dimitri, ist das eine der alten Mauern, die sich früher um Kitai-Gorod zog? Ja, das hier ist eine der Mauern, die nach dem Bau des Kremls errichtet wurden. Die Stadt wurde immer größer, breitete sich immer weiter aus und zum Schutz der Bürger wurde diese über 3 Kilometer lange Mauer errichtet. 3 Kilometer? Ja, sie zog sich rund um die Stadt. Zum Teil war sie fast 6 Meter tief, da sie ja das Gewicht der Kanonen tragen musste. Die Kanonen wurden mit Pferden die Mauern hinaufgezogen und dann in Position gebracht. Hier können wir anhand eines Querschnitts sehen, wie massiv diese Mauern waren. Das hier war Teil eines Turmes. Davon gab es ca. 15 rund um Kitai. Die ganze Mauer entlang. Michael Schuller findet heraus, dass die russische Armee aus den Tunnelbauten und den darin platzierten Minen, die zum Sieg über Kasan führten, ihre Lehre gezogen hatten und Vorkehrungen trafen, damit Moskau so etwas nicht passieren konnte. Ich habe etwas wirklich Interessantes über die Festungsmauern von Kitai-Gorod gelernt. Entlang der gesamten Mauer gab es eine Vielzahl von Türmen und in deren Kellern hatte man die Wände mit gewölbten Kupferplatten behängt, als eine Art Frühwarnsystem für feindliche Angriffe. Ich habe also ein kleines Experiment vorbereitet und jemanden gebeten, draußen ein Loch zu graben und so einen feindlichen Angriff zu simulieren und innen eine Kupferplatte aufgehängt. Sehen wir mal, ob es wirklich funktioniert. Tatsächlich, hören Sie das? Ich kann tatsächlich das Graben auf der anderen Seite hören. Wenn man sich vorstellt, dass die Wände voll mit diesen Platten waren, dann konnte man jede feindliche Aktivität, ob es nun Grabungen oder feindliche Reiter waren, in einer Entfernung von über 15 Metern verfolgen. Ein wirklich simples, aber effektives Frühwarnsystem. Damit können wir uns ein vollständiges Bild davon machen, wie Kitai-Gorod aussah, als Iwan es im 16. Jahrhundert errichten ließ. Doch keine Mauer war stark genug, um Iwan vor der wachsenden Angst zu schützen, der Adel könne sich gegen ihn verbünden. Der Zar schwor, jeden Widerstand zu zerschlagen und bereitete sich auf eine Terrorherrschaft vor, die unvergesslich bleiben würde. Die ersten Jahre im Leben Iwans des Schrecklichen waren dem Sieg gegen die Tataren im Osten gewidmet. Als er gerade 30 war, hatte er schon mehr erreicht als jeder seiner Vorgänger. Er hat Russland vereint und ein Imperium geschaffen. Nach seinen Siegen ließ er im ganzen Land Denkmäler setzen, in Form von Kathedralen, Klöstern, Festungen und Palästen. Er hatte Moskowia aus der Isolation geführt, starke Handelsbeziehungen mit dem Westen aufgebaut und Russlands erste ausländische Botschaft gebaut. Doch trotz aller Erfolge schien sich das Schicksal gegen Iwan zu wenden. Er ließ sich auf einen langen und kräfteraubenden Krieg an der Westküste Russlands ein.
Und getrieben vom Misstrauen gegen die Bojaren, den Adel, zog er sich immer weiter in seine eigene, von Verfolgungswahn gezeichnete Welt zurück. Er sah nur noch Verrat um sich herum und vermutete hinter jeder Ecke einen Attentäter. Seine letzten Jahre verbrachte er in ständiger Angst. Guy Archer versucht, die dunklen Seiten am Hof Iwans des Schrecklichen während der letzten Jahre seiner Regierung zu erkunden. Er findet heraus, dass Iwan sich von einem Zusammenbruch im Jahr 1564 nie völlig erholte. Mit über 100 reich beladenen Schlitten verließ er Moskau und suchte Zuflucht in einem alten Jagdsitz seines Vaters, Alexandrowa Sloboda, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Moskau. 1565 teilte Iwan das Land auf. Die besten Gebiete behielt er für sich selbst, den Rest überließ er den Bojaren. Seinem Territorium gab er den Namen Apritschnina, das abgeschiedene Land. Den Rest des Landes nannte er Semschina und Iwan befahl, die beiden strikt voneinander zu trennen. Er erließ sogar ein Gesetz, das den direkten Kontakt zwischen den beiden verbot. Guy Archer trifft sich mit dem Historiker und Spezialisten für das 16. Jahrhundert, um mehr über Apritschnina und dessen Bedeutung für Russland zu erfahren. Der Grund war sicherlich, den Widerstand gegen seine Regentschaft zu brechen und Russland zu vereinen. Iwan wollte die völlige Kontrolle über sein Territorium und verlangte absolute Loyalität von dessen Bewohnern. Er rekrutierte eine bis zu 6000 Mann starke Truppe, die sich aus allen Schichten der russischen Gesellschaft zusammensetzte. Die Geheimpolizei Iwans des Schrecklichen, die Apritschniki. Iwan hat also zuerst das abgeschiedene Land geschaffen und dann eine eigene Armee, die Apritschniki. Welche Rolle spielten die? Nun, normalerweise waren sie ganz in Schwarz gekleidet. Und sie hatten Hundeköpfe und Besen an ihre Sättel gebunden. Echte Hundeköpfe? Manchmal ja. Eine gruselige Vorstellung. Nun, sie sollten jagen wie die Hunde des Zaren und mit ihren Besen die Feinde des Zaren hinwegfegen. Iwan verwandelte das Jagdschloss in Alexandrowa Sloboda zum Hauptsitz seiner Apritschnina. Es war das Herz seines Staates im Staat und tatsächlich wurde es bald zur Hauptstadt Russlands. Heute beherbergt Alexandrowa Sloboda ein Kloster. Und die Ruhe und der Frieden, die hier herrschen, stehen in deutlichem Widerspruch zur bewegten Geschichte, die sich vor 400 Jahren hier abgespielt hat. Vieles mag sich über die Jahrhunderte verändert haben, aber wir können noch immer Iwans Handschrift erkennen. Die kleine Kirche, die sein Vater hatte erbauen lassen, verwandelte er in einen Glockenturm. Er fügte dem Ganzen noch ein drittes Stockwerk aus wie Halbmonden geformten Bögen hinzu. Damit schuf er einen Glockenstuhl, der alles überragte, hoch genug, um seinen Ansprüchen der Überwachung zu genügen. Für weitere Untersuchungen steigen Mike Schuler und Alexandre Zuckermann auf den knapp 60 Meter hohen Turm. Wir haben es hier bis zur Glockenspitze geschafft. Ein wirklich beeindruckender Turm. Er dominiert die ganze Umgebung und man hat einen unglaublichen Ausblick. Ja, 20, 30 Kilometer. Ich weiß, diese Glockentürme waren dazu da, um zur Messe zu rufen. Aber hatten sie noch eine Bedeutung? Ja, sie dienten auch als Wachtürme und um Nachrichten weiterzusenden. Und als Zeichen für Iwans Macht. Einige dieser Glocken sind unglaublich massiv und schwer hochzuziehen. Oft wurden die Glocken zuerst gefertigt und der Turm dann um die Glocke herumgebaut. Sie haben die Glocken also direkt da gegossen, wo der Turm stehen sollte? Ja. Eine intelligente Lösung. Der hoch hinaufragende Glockenturm war ein weiteres Symbol für Iwans Macht. Die Glocken wurden nicht nur dazu benutzt, um zur Messe zu rufen, sondern auch um Botschaften zu verschicken und vor drohenden Angriffen zu warnen. Mike Schuler findet heraus, dass es außerhalb von Alexandrowa Sloboda noch weitere Mauern gab. Hier kann man noch Erderhebungen sehen, die zeigen, dass das Kloster früher viel größer gewesen sein muss. Gerade habe ich herausgefunden, dass Iwan in einem Radius von 3 Kilometern Kontrollposten hatte errichten lassen, an denen man sich ausweisen musste, wenn man rein oder raus wollte. Er hatte hier also einen Militärstützpunkt, der die ganze Region überwachte. Iwan verwandelte das Jagdschloss seines Vaters in eine Mischung aus einem Hauptquartier der Geheimpolizei und einem Kloster. Er kleidete sich als Abt und erwartete von seinen Männern dieselbe religiöse Hingabe, die er aufbrachte. Der Morgen gehörte der Messe, die ungefähr 3 Stunden dauerte.
Das war die Privatkapelle Iwans des Schrecklichen. Jeden Morgen gegen 4 Uhr kam er hierher zu einem Gebet. Begleitet wurde er dabei von ca. 300 Aprichniki. Anwesenheit war Pflicht. Wer das Gebet verpasste, musste für mindestens 8 Tage in den Kerker. Und Iwan betete hier nicht nur, sondern er vergab auch Aufträge und Befehle. Es heißt, dass er während dieser 3 Stunden mit derartiger Inbrunst betete, dass er wieder und wieder seinen Kopf gegen den Stein schlug, so lange, bis er blutete. Die Abende widmete er der Folter. Man pfählte die Opfer, riss ihnen die Zungen heraus oder warf sie in kochendes Wasser, bis sich das Fleisch von den Knochen löste. Historiker Boris Sokolow klärt Guy Archer über die brutalen Seiten von Iwans Regime auf. Wer gehörte zu seinen Opfern? Iwan folterte und ermordete jeden. Jeden, den er für seinen Feind hielt. Ob es Bojaren waren, Adelige oder Diener. Er war ein wirklicher Freund der Folter. Er ließ Menschen in siedendes Öl oder kochendes Wasser werfen, aufhängen oder enthaupten. Wie viele Tote gab es während Iwans Regentschaft? Ich glaube, die korrekteste Angabe sind ungefähr 15.000 Menschen, die den Aprichniki zum Opfer gefallen sind. Damit hat Iwan in nur 10 Jahren mehr Menschen töten lassen als die gesamte spanische Inquisition in 150 Jahren. Iwan befahl seinen Aprichniki sogar, ganze Städte auszulöschen. Dabei wurden Tausende gnadenlos abgeschlachtet. Iwan sah sich selbst als eine Art Erlöser im Auftrag Gottes. Er führte einen blutigen Kampf gegen die Mächte des Bösen. Es war sein göttliches Recht, jene zu strafen, die sich hatten bestechen lassen. Iwan stiftete in Alexandrowa Sloboda 2 Kirchen als Buße für seine Sünden und im Gedenken an die Grausamkeiten, die er seinem eigenen Volk angetan hatte. Und so muss das Gelände um Alexandrowa Sloboda ausgesehen haben, als es fertiggestellt war. Umgeben von Befestigungswällen aus Holz und Stein hatte es ein riesiges steinernes Pförtnerhaus. Im Inneren gab es Orte für das Gebet ebenso wie für die Folter. Jene erschreckende Kombination aus Heiligem und Profanem, welches sich durch Iwans gesamte Regentschaft zieht. Und es war hier in Alexandrowa Sloboda, als Iwans Temperament auch die Zukunft seines eigenen Geschlechts vernichtete. 1581 schlug er nach seiner schwangeren Schwiegertochter, die er für unziemlich gekleidet hielt. Als sein Sohn ihr zu Hilfe eilen wollte, schlug Iwan ihn mit seinem Stock. Der Schlag war tödlich. Ein paar Tage später erlitt die Schwiegertochter eine Fehlgeburt. Damit hatte der Zar sowohl seinen starken Sohn als auch sein Enkelkind verloren. Fjodor, sein einzig überlebender Sohn, war zu schwach, um zu regieren. Und Iwan musste erkennen, dass sein Geschlecht mit ihm aussterben würde. Als Iwan im Jahr 1584 starb, blickte das vom Terror gebeutelte Russland auf eine unsichere Zukunft. Doch er hatte auch viel für sein Land erreicht und ein beeindruckendes Erbe aus Ziegel und Stein hinterlassen. Seine Geburt zeichnete den Bau der monumentalen Auferstehungskathedrale. Seine eigene Krönung feierte er mit der majestätischen Kirche in Jakobo. Und die beeindruckende Kathedrale des heiligen Basilius ist eine bleibende Erinnerung an seinen Sieg über die Tataren und seinen Wunsch, aus Moskau eine heilige Stadt zu machen. Er hat Russlands internationale Beziehungen und seinen Reichtum gefördert, indem er sein Hinterland erschloss und die Grenzen zum Westen öffnete. Doch am Ende haben die Angst vor seinen Widersachern und sein stetig wachsender Wahnsinn das Land, für das er so hart gekämpft hat, fast zerstört.